Traurige Nachricht für alle GZSZ-Fans: auf Katrin Fleming und ihre Intrigen müssen wir vorerst verzichten, denn Schauspielerin Ulrike Frank nimmt sich eine Auszeit. Obwohl Katrin Fleming und Jo Gerner längst nicht mehr verheiratet sind, gehören die beiden zu den absoluten GZSZ-Traumpaaren. Denn die Ex-Partner, gespielt von Ulrike Frank, 50, und Wolfgang Barrow, 58, sind sich immer noch sehr nah, und sei es nur, um ihren Erzfeinden das Leben schwer zu machen. Vor wenigen Wochen waren die Fans in Sorge um Wolfgang Barrow, denn der Schauspieler ist nach einer Verletzung auf Gehhilfen angewiesen. Dennoch bleibt er ihnen in der Serie erhalten. Doch jetzt berichtet RTL, Ulrike Frank ist nur noch bis Mai bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen. Derzeit kämpft Ulrike Frank bei Let's Dance um den Titel Dancing Star 2019, doch die Konkurrenz ist stark. Im Video oben stellen wir euch alle Kandidaten vor. Abschied von Katrin Fleming. Ulrike Frank verlässt Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, verkündet der Sender auf rtl.de. Doch keine Sorge, ganz so schlimm ist es nicht. Denn der Ausstieg ist kein Abschied für immer. Sie legt eine dreimonatige Drehpause ein und konzentriert sich voll und ganz auf Let's Dance. Bis Mai ist sie noch bei GZSZ zu sehen, dann müssen ihre Fans erstmal auf sie verzichten. Wie und warum Katrin Fleming Berlin verlässt, ist bisher nicht bekannt. Wir sind gespannt, welche Geschichte sich die Serienmacher ausgedacht haben. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, sollte immer werktags um 19.40 Uhr RTL einschalten. Bei Let's Dance sehen wir Ulrike Frank immer freitags um 20.15 Uhr, ebenfalls auf RTL. Punkt. Kehrt Philipp Christopher etwa zu GZSZ zurück? Der einstige Serienbösewicht verrät im bunte.de-Interview im Video unten: Ich denke viel zurück, Video abspielen, Urheberrecht DDP Images, Sportmoments, bunte.de, erhalte sofort.